den Ferien bekam Barbie Besuch von ihrer Freundin Karen, deren Eltern den Sommer über geschäftlich im Ausland zu tun hatten. Gleich am ersten Tag gingen sie zum Einkaufszentrum, um einige Dinge zu besorgen. Sie waren erst ein paar Schritte gegangen, als auf der anderen Straßenseite eine Frau mit einem Hund aus der Tür trat. Ungestüm zerrte das Tier an seiner Leine. Karen sah ihn und klammerte sich erschrocken an Barbie. Hey Karen, was hast du denn? Der Hund. Siehst du den Hund denn nicht? Den Dobermann da, der sein Frauchen durch die Gegend führt. Aber der tut dir doch nichts. Und außerdem ist der drüben auf der anderen Seite der Straße. Der kommt nicht drüber. Ich habe Angst, wenn ich so einen Hund sehe. Ein Dobermann braucht eine starke Hand. Der da drüben ist nicht gut erzogen. Und so ein Hund ist immer gefährlich. Aber Karen, der kommt doch nicht zu uns rüber, nur um dich zu beißen. Ach, doch, Barbie. Das kann man nie wissen. Die Frau hat keine Gewalt über ihn. Woher weißt du denn das? Du kennst ihn doch gar nicht. Ich habe trotzdem Angst. Das brauchst du nicht. Warum sollte der Hund dich denn beißen? Dazu hat er doch wirklich keinen Grund. Schlecht erzogene Hunde beißen. Sie sind unberechenbar. Sie beißen einen, wenn man gar nicht dran denkt. Bist du denn schon mal gebissen worden? Nein, eigentlich nicht. Aber ich weiß genau, dass man solchen Hunden nicht trauen darf. Karen übertrieb wirklich in ihrer Angst. Und sie wollte auch gar nicht zuhören, als Barbie später noch einmal versuchte, mit ihr über Hunde und besonders über diesen Dobermann zu sprechen. Auch Barbies Schwester Skipper und ihr Freund Ken richteten nichts aus. Ach, es könnte so schön hier am See sein, wenn doch die Hunde nicht wären und besonders dieser widerliche Dobermann. Aber ich sehe überhaupt keinen Hund, Karen, und schon gar keinen Dobermann. Gerade eben habe ich ihn gesehen. Er läuft frei herum und das gefällt mir nicht. Ach, lasst uns weggehen. Aber er beißt dich nicht. Warum sollte er? Ach, ich habe nur mal Angst vor Hunden und ganz besonders vor dieser Sorte. Man muss sich auch mal gegen was wehren. Und wenn es nur gegen die eigene Angst ist. Ach, ihr könnt gut reden. Lasst mich doch in Ruhe. Die Angst vor Hunden ist einem angeboren. Dagegen kann man nichts tun. Dummes Zeug. Man kann gegen alles was tun, wenn man nur will. Ach, lasst mich doch zufrieden. Barbie, da ist er, der Dobermann. Er beißt sich mit einem anderen Hund. Seht ihr? Das meine ich. Die Frau hat überhaupt keine Kontrolle über den Dobermann. Das ist richtig. Gehorcht hat er ihr nicht. Das habe ich euch doch gleich gesagt. Der Dobermann ist gefährlich. Beinahe hätte er den anderen Hund totgebissen. Also mir reicht's. Oh, Karen, nun lauf doch nicht gleich weg, Mensch. Ach, lass sie doch. Ich glaube, darüber solltet ihr euch keine Gedanken machen. Sondern? Ich sehe da ein anderes Problem, über das wir nachdenken müssen. Au, Backe, du hast recht. Mhm. Ihr meint den Hund? Unseren Hund? Genau den. Hm. Wir sollen ihn morgen abholen. Hast du das vergessen? Nein, nein, hab ich nicht. Was machen wir denn nun? Das frage ich dich. Du bist meine große Schwester. Du musst entscheiden. Ich bin ja nur die Kleine. Ich bin dafür, dass wir den Hund holen. Und Karen, die flippt doch aus. Nein, das glaube ich nicht. Es ist doch nur ein ganz kleiner Hund. Und der ist erst 4 Wochen alt. Der hat doch gar keine richtigen Zähne. Ja, Barbie hat wahrscheinlich recht, Skipper. Vor so einem kleinen Hund kann Karen sich eigentlich gar nicht fürchten. Ja, wenn ihr meint. Also holen wir den Hund? Genau das tun wir. Und dann überraschen wir Karen damit. Am späten Nachmittag stahlen sich Barbie und ihre Schwester Skipper davon, während Ken mit der Besucherin in ein Schallplattengeschäft ging, um ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund zu kaufen. Hier ist es. Komm, wir gehen rein. Ich glaube, es ist hinter dem Haus. Oh, ich bin vielleicht gespannt auf die Hunde. Betty hat sie schon gesehen. Sie sagt, sie sind wahnsinnig süß und winzig klein. Da sind sie ja. Oh, nein, ja. Sind die niedlich. Oh, sind die süß. Fünf Stück. Und noch so unbeholfen. Oh, da kommt Frau Stratton. Oh, ja. Tag. Tag. Die Hunde sind wirklich süß. Ja, nicht wahr? Tag, Skipper. Tag, Barbie. Guten Tag, Frau Stratton. Sie wollen uns wirklich einen geben? Ja, wir können nicht alle 5 Jungen behalten.
Ja, beinahe hätten wir heute Morgen einen verloren. Stellt euch vor. Wieso denn das? Na, hier in der Nachbarschaft, da gibt es einen Dobermann, der so gut wie gar keine Erziehung genossen hat. Er war hier und hat für Unruhe gesorgt. Diese jungen Hunde scheinen es ihm besonders angetan zu haben. Sie meinen, er wollte die Jungen beißen? Na, bei diesem Hund bin ich mir nicht sicher. Normalerweise tun ausgewachsene Hunde den Jungen nichts. Aber dieser Hund, der macht mir Sorge. Ich habe schon viel Ärger mit der Besitzerin gehabt. Naja, aber das ist mein Problem. Wie klein und tapsig die Jungen sind. Ja. Und so verspielt. Sieh dir das an, Barbie. Der Kleine knabbert an meinen Fingern herum. Ja, lass ihn nicht beißen. Ach, der weiß ja noch gar nicht, was beißen ist. Ich habe noch nie so niedliche Hunde gesehen. Welchen sollen wir denn haben? Oh, ihr könnt euch einen aussuchen. Oh, und dann können wir ihn mitnehmen? Ja, die Tierärztin hat schon alle Jungen geimpft. Geimpft? So junge Hunde? Ja, das muss sein. Sie sind jetzt gegen alle gefährlichen Hundekrankheiten geschützt. Ihr möchtet doch nicht, dass euer Hund krank wird, oder? Nein, natürlich nicht. Ja, klar. Ja, und später müssen Sie dann noch einmal geimpft werden. Welchen nehmen wir denn nun? Sucht euch in aller Ruhe einen aus. Wir haben Zeit genug. Ich finde, wir sollten den hier nehmen. Ja. Der Kleine sieht so tapsig aus. Und er hat so eine süße Schnauze. Oh ja, den finde ich auch am schönsten. Dann nehmen wir den hier, Frau Stratton. Na gut, Barbie. Und wie wollt ihr ihn nennen? Axel, nein, Paulchen oder nein, besser Samba. Nicht so schnell, Skipper. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob es eine Hündin oder ein Rüde ist. Es ist ein Rüde. Dann sollten wir ihn vielleicht Taps nennen. Ja. Oh ja, das ist ein schöner Name. Und wie der passt. Taps, komm hierher zu mir, Taps. Na komm, komm, Taps. Glauben Sie, dass er auf den Namen hört? Aber ja, ziemlich schnell sogar. Hunde sind sehr klug. Sie wissen genau, wann man von ihnen spricht. Sie verstehen ihren Namen und sie begreifen auch sofort, wenn man böse mit ihnen ist. Mhm. Und sie sind voller Einfälle und Überraschungen. Ich bin sicher, Taps wird euer Leben verändern. Voller Überraschung? Wie meinen Sie denn das? Nun, das wirst du schon merken, Skipper. Hunde lassen sich manchmal die verrücktesten Sachen einfallen. Aber keine schlimmen Dinge. Aber nein, Skipper. Meistens wollen sie damit ihrem Herrchen oder Frauchen ja nur einen Gefallen tun. Und das kann recht komisch sein. Zum Beispiel? Na, nun mal nicht so ungeduldig, junge Dame. Du wirst es schon noch erleben, dass euer Taps einige Überraschungen für euch auf Lager hat. Und ist er schon stubenrein? Aber Skipper, der Hund ist doch noch zu jung. Außerdem war er die ganze Zeit über hier draußen im Schuppen. Oh je, dann macht er uns ja in die Wohnung. Halb so schlimm, Skipper. Taps wird sehr schnell lernen, dass er das nicht darf. Und wie bringt man ihm das bei? Stupst man ihn mit der Nase hinein, wenn er einen Bach gemacht hat? Nein, auf keinen Fall. Das geht ganz anders. Sobald er sich anschickt, sein Geschäft zu machen, nimmst du ihn auf den Arm und trägst ihn hinaus. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, läuft er von ganz alleine ins Freie, wenn er mal muss. Oder er bellt, um mitzuteilen, dass er hinausgelassen werden möchte. Und das geht wirklich so schnell? Ganz schnell. Also dann, nehmt euren Taps mit und passt mir gut auf ihn auf. Und sorgt vor allem für eine gute Erziehung, hört ihr? Das ist besonders wichtig. Ja, und vielen Dank, Frau Stratton. Bitte. Wir werden gut für Taps sorgen und wir werden ihn gut erziehen. Klar. War ahnungslos, als sie mit Ken zurückkam. Mit großen Augen blickte sie völlig fassungslos auf den kleinen Hund Taps, der zwischen Barbie und Skipper hin und her tollte. Hallo Karen, da bist du ja. Komm herein. Nein, nein, ich bleib hier. Bitte halte den Hund fest. Nein, nein, er soll nicht zu mir kommen. Aber Karen, warum machst du denn die Tür doch nichts? Nein, der Hund soll weggehen. Skipper hält ihn fest. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Der Hund will mich beißen. Unsinn, Karen. Sieh doch, er hat ja kaum Zähne, mit denen er dich beißen könnte. Siehst du? Skipper steckt ihm sogar den Finger zwischen die Zähnchen. Aber Taps beißt nicht. Jeder Hund hat Beißhemmungen, die er nicht so ohne weiteres überwinden kann. Oh, das sagst du nur so. Nein, es ist wirklich so. Du brauchst Taps ja nicht anzufassen. Aber du musst zugeben, dass es ziemlich albern ist, vor so einem kleinen Hund wegzulaufen. Ja, das gebe ich zu. Ich setz mich hierher, aber Taps muss da bleiben. Aber ich kann ihn doch nicht die ganze Zeit über festhalten. So ein Hund will sich bewegen. Also gut. Oh, ist der nicht süß? Ganz verspielt ist der. Ich finde seine Schnauze so hübsch. Richtig zum Knuddeln ist er. Ja, hässlich ist er nicht. Na komm mal her, Karen. Ich sehe es dir an. Du musst ja selbst über dich lachen. Vor so einem kleinen Knuddeltier kann man doch gar keine Angst haben. Hab ich ja auch nicht. Siehst du? Er kommt zu dir.
Er mag dich. Er möchte mit dir spielen. Halt ihm mal deine Hand hin. Meine Hand? Ja, deine Hand. Siehst du? So, deine offene Hand. Du musst einem Hund Gelegenheit geben, daran zu schnüffeln. Er merkt dann, dass er keine Angst vor dir zu haben braucht. Das kitzelt. Er leckt dir deine Hand. Was für eine süße kleine Zunge er hat. Och, er ist wirklich niedlich. Wie heißt der? Tops? Ja, Tops. Tops heißt er. Oh, der Name passt zu ihm. Und wie? Plötzlich verlor Karen ihre Angst vor dem kleinen Hund Tops und sie spielte mit ihm. Zuerst wusste sie nicht so recht, was sie mit ihm anfangen sollte, aber dann fielen ihr immer neue Spiele ein. Und sie hätte sicherlich kein Ende gefunden, wenn Tops sich nicht schließlich unter der Gardine zusammengerollt hätte und eingeschlafen wäre. In den folgenden Tagen freundete Karen sich immer mehr mit Tops an. Die Angst vor Hunden schien vergessen zu sein, bis der schlecht erzogene Dobermann wieder auftauchte. Karen, man merkt richtig, dass du Tops gern hast. Ja, hab ich auch. Und wenn ich zu Hause bin, will ich auch so einen kleinen Hund haben. Wirklich? Ja, ganz bestimmt. Hoffentlich finden wir einen, der so süß ist wie Tops. Schon möglich. Vielleicht hat Frau Stratton ja noch einen für euch. Ach du, das wäre toll. Aber ich muss erst mal meine Eltern fragen. Ist ja klar. Der Dobermann! Auf der Terrasse! Schnell, mach die Tür zu, bitte! Bleib draußen! Sei still, Tops, bitte sei still! Aber Karin, du brauchst doch keine Angst zu haben. Die Terrassentür ist zu. Der Dobermann kann nicht reinkommen. Ein scheußlicher Hund, sieh ihn dir an. Er fletscht die Zähne. Lass bloß Tops nicht raus auf die Terrasse. Ich weiß inzwischen, wem der Dobermann gehört. Ich rufe die Frau an, sie soll ihn abholen. Du kannst dir gleich sagen, dass sie endlich damit anfangen soll, ihren Hund so zu erziehen, wie es nötig ist. Stell dir vor, wir hätten mit Tops draußen auf der Terrasse gespielt. Ich mag gar nicht dran denken, was alles hätte passieren können. In den folgenden Tagen zeigte sich, dass Tops wirklich ein kluger Hund war. Er lernte sehr schnell, war bald stubenrein, und da Barbie, Skipper und Karen ruhig, aber bestimmt mit ihm sprachen, gehorchte er auch. Dann aber geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Tops bereitete Barbie, Skipper und Karen die erste große Überraschung. Ach, hier auf der Terrasse bist du, Karen. Hast du Tops gesehen? Tops? Nein, er muss in seinem Körbchen sein. Nein, da ist er nicht. Aber ich habe ihn eben noch dort gesehen. Vielleicht war er da, jetzt aber nicht mehr. Ich dachte, er ist nach draußen gelaufen. Das wäre mir aufgefallen. Komm, wir wollen nachsehen. Irgendwo muss Tops ja sein. Ach, ich habe keine Lust. Ich liege gerade so schön in der Sonne. Aber Karen, wir müssen ihn schnell finden. Denke doch an den Dobermann. Oh, Barbie, an den habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ach, du hast recht. Wir müssen Tops ganz schnell finden. Vorhin war der Dobermann wieder in der Gegend. Ich finde es unerhört, dass der hier so frei herumlaufen darf. Hast du schon im Haus nachgesehen? Natürlich habe ich das. Tops! Tops, wo bist du? Komm her zu mir. Komm, Tops, komm. Ich sehe hier drüben nach. Hm? Hi, Karen, was ist los? Warum diese Aufregung? Ach, Skipper, warst du einkaufen? Und wie voll das war. Du meine Güte, ich glaube, die ganze Stadt ist auf den Beinen. Na, ich bring die Sachen mal rein. Tops, Tops, wo bist du? Skipper, hast du den Hund gesehen? Tops? Nein, wieso? Ist er nicht da? Nee. Er lag doch in seinem Körbchen, als ich vorhin wegging. Dann hast du die Terrassentür aufgelassen? Ja, natürlich. Die ist doch fast immer auf, wenn jemand im Hause ist. Warum hätte ich sie zumachen sollen? Ja, da hast du recht. Dich trifft keine Schuld, wenn Tops weg ist. Und erst recht nicht, wenn der Dobermann ihm was getan hat. Mensch, Barbie, das meinst du doch nicht ernst. Tops kann nicht weg sein. Ich fürchte doch, Skipper. Barbie, nein. Oh, glaubst du wirklich, dass der Dobermann was damit zu tun hat? Das darf nicht sein. Der Dobermann tut ihm nichts. Ganz bestimmt nicht. Oh, mir wird ganz schlecht, wenn ich nur daran denke. Unser süßer Tops. Oh, ihm darf nichts passieren. Wir müssen ihn suchen. Vielleicht finden wir ihn, bevor dieses Ungetüm ihm über den Weg läuft. Ja, kommt. Wir müssen ihn suchen. Und wenn wir ihn unversehrt finden, werde ich mit dieser Frau reden. Wirklich unverantwortlich, wie sie mit ihrem Hund umgeht. Mit Tierliebe hat das nichts mehr zu tun. Im Gegenteil.
Barbie, Skipper und Karen suchten erst das Haus und dann die Gärten der umliegenden Häuser ab, ohne eine Spur von Tabs zu finden. Es schien fast so, als habe sich der kleine Hund in Luft aufgelöst. Tabs, wo bist du? Wo steckst du denn schon wieder? Ach, ich weiß nicht mehr, wo wir noch suchen sollen. Tabs ist noch so klein, er kann gar nicht weit gelaufen sein. Und keiner hat ihn gesehen. Scheint, dass die Leute alle Tomaten auf den Augen haben. Ja, Skip hat recht. Tabs ist so hübsch, der muss den Leuten doch auffallen. Da, habt ihr das gehört? Ach, die Autos mussten bremsen. Ob das Tabs war? Kommt, wir müssen nachsehen. Vielleicht ist er zur Straße gelaufen. Oh, sie dürfen ihn nicht überfahren haben, bitte nicht. Tabs, wo bist du? Vielleicht können wir die Straße sehen. Dann wissen wir, ob die Autos wegen Tabs gebremst haben. Hoffentlich nicht. Barbie, wer ist ja Tabs? Kathi und Corinna spielen mit ihm. Tabs! Oh, endlich haben wir dich gefunden. Gott sei Dank, was ist passiert? Oh, der Dobermann hat hier nichts getan. Wieso sagt ihr Tabs zu dem Hund? Weil das unser Hund ist. Hier, Tabs, du kleines Biest. Musstest du unbedingt weglaufen? Ihr hättet uns ruhig Bescheid sagen können, Kathi. Die ganze Gegend haben wir abgesucht. Wir hatten keinen Grund, euch Bescheid zu sagen, weil wir gar nicht wussten, dass der Hund euch gehört. Er hat keine Hundemarke, also können wir gar nicht feststellen, von wem er weggelaufen ist. Immerhin ist euch klar, dass er irgendwo weggelaufen ist. Na klar, so ein junger Hund rennt ja nicht einfach durch die Gegend. Du behauptest also, es ist euer Hund, ja? Das behaupte ich nicht nur, das ist doch so. Du brauchst nur Frau Stratton zu fragen. Von der haben wir den Hund. Komm her zu mir, Tabs. Ja, so ist brav. Du bist ein lieber Hund. Der rennt zu jedem hin, der nett zu ihm ist. Ja, und? Deshalb hast du noch lange nicht das Recht, ihn einfach zu behalten. Na, schade. Hätte ich aber ganz gern. Er ist ein niedlicher Hund. Der leider weggelaufen war. Aber ich glaube, das wird er nicht noch einmal machen. Er kuschelt sich so bei mir an, als wüsste er genau, dass wir ihn jetzt nach Hause bringen. Barbie, Skipper und Karen waren so froh, dass sie Tabs gefunden hatten und sie schworen sich von nun an noch viel besser auf ihn aufzupassen, damit er nicht noch einmal verloren ging. Einige Tage verstrichen, ohne dass sich etwas Besonderes ereignete. Dann fiel Barbie etwas auf. Sie saß gerade mit Karen bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse. Findest du nicht auch, dass sich Tabs komisch benimmt? Nein, wieso? Ich weiß nicht. Er drückt sich rum, als wenn er ein schlechtes Gewissen hätte. Ob er wieder das Telefonkabel angeknabbert hat? Na, hoffentlich nicht. Vielleicht hat er eine andere Überraschung für uns. Denn sonst liegt er doch hier bei uns unter dem Tisch, wenn wir Kuchen essen. Weil er hofft, dass wir ihm einen Haps abgeben. Das wir natürlich nicht tun. Warum eigentlich nicht? Er hat doch auch Hunger. Tabs muss sich an seine Futterzeiten gewöhnen. Und wenn wir ihn am Tisch füttern, führt das nur dazu, dass er ständig bettelt, wenn wir essen. Ja, das sehe ich ein. Außerdem braucht ein Hund eine ganz bestimmte Nahrung. Wenn man ihm Süßigkeiten oder Kuchen gibt, wird er krank. Man tut dem Hund also ganz und gar keinen Gefallen, wenn man ihn mit süßen Sachen füttert. Ehrlich nicht? Nein, wirklich nicht. Die Tierärztin sagt sogar, es ist Tierquälerei, wenn man dem Hund Süßigkeiten gibt. Die Tierärztin? Das hätte ich beinahe vergessen. Wir sind doch für 3 Uhr angemeldet. Und es ist schon 10 Minuten vor 3. Ja, dann wird es wirklich höchste Zeit, dass wir losgehen, sonst schaffen wir das nicht mehr. Ja, wir müssen uns beeilen. Wenn ich nur wüsste, was mit Tabs los ist. Ob er weiß, dass er eine Spritze kriegt? Du meinst, dass er Angst vor den Pieks hat? Nein, natürlich nicht. Das kann er ja gar nicht wissen. Komm, Tabs, wir müssen uns beeilen. Muss diese Spritze eigentlich sein? Ja, natürlich. Sie ist ganz wichtig. Man muss genau die Zeiten einhalten. Hunde können sonst schlimme Krankheiten bekommen, vor denen man sie nur so schützen kann. Als die beiden Mädchen vom Tierarzt zurückkamen, war Tabs unverändert munter. Doch als sie sich wieder auf die Terrasse setzten, verkroch er sich unter einem Busch und verhielt sich ganz still. Er sah aus wie das pure schlechte Gewissen. Was hat Tabs nur? Bestimmt war es die Spritze. Sie ist ja nicht bekommen. Nein, das glaube ich nicht. Es muss etwas anderes sein. Ja? Vielleicht wieder eine von den Überraschungen, von denen Frau Stratton gesprochen hat. Aber eine unangenehme. Tabs, komm mal her. Na nun, komm schon. Komm, sei lieb. Ja, so ist gut. Brav, Tabs. Er leckt dir die Hand, aber er bellt nicht. Und er wedelt auch nicht mit dem Schwanz. Ob er irgendwo hingemacht hat? Oder ist es doch das Telefonkabel? Er spielt immer damit rum. Das könnte sein. Und dann weiß er immerhin, dass er das nicht darf. Komm, wir sehen mal nach. Ich glaube, du hast recht. Hey, da kommt Skipper. Sie hält sich die Nase zu. Ja,
Ich glaube, Tabs war hier drin draußen. Oh, es riecht abscheulich. Wo, im Wohnzimmer? Nein, im Schlafzimmer. Kommt mal mit. Aha, jetzt mag Tabs, was los ist. Er kommt mit. Es riecht nach einem toten Tier. Vielleicht hat Tabs einen Bären gefangen. Hör auf mit dem Unsinn, Skipper. Ein toter Bär. Igitt, das riecht wirklich schlecht. Aber es sieht nicht so aus, als hätte Tabs hier irgendwo hingemacht. Doch am Telefon war er. Es ist verrutscht. Nein, ich glaube nicht, dass Tabs seine gute Erziehung vergessen hat. Er ist sauber. Und wieso stinkt es hier so? Hä? Das weiß ich doch auch nicht. Hey, Tabs will unters Bett kriechen. Hier geblieben, du kleiner Bösewicht. Da ist was unterm Bett. Wetten? Kann ich mir nicht denken. Was soll denn da sein? Vielleicht hat Tabs was versteckt. Ich sehe mal nach. Na, Schwesterlein, ist da was? Ja, tatsächlich. Ein oh, ihr glaubt es nicht. Was denn, Barbie? Ein kleiner, toter Vogel. Oh. Wartet, ich hole ihn raus. Der stinkt aber. Tatsächlich, es ist ein toter Vogel. Tabs hat sich eine Reserve zum Futtern angelegt. Und das nur, weil du ihm nichts von deinem Kuchen abgeben wolltest. Hm. Oh, der Vogel muss schon lange tot sein. Puh, der stinkt. Ich bringe ihn schnell raus. Wohin bringst du ihn? Willst du ihn vergraben? Nein, lieber nicht, sonst kriegt Tabs ihn wieder aus. Ich werf ihn in den Aschheimer. Die Tage vergingen und Tabs wurde rasch größer. Karen freundete sich immer mehr mit ihm an und Tabs tollte mit ihr herum. Am wildesten aber war er, wenn auch Barbie oder Skipper dabei waren. An einem Nachmittag kam Barbie auf die Terrasse, als Karen und Tabs gerade bei einem Spiel waren, das der Hund offenbar besonders liebte. Wild raste er im Garten herum. Der Stock. Karen, was treibt ihr hier? Tabs lernt apportieren, Barbie. Siehst du, ich warf den Stock weg und er bringt ihn mir. Aber Hund, gib mir den Stock. Ja, so ist gut. Kluger Hund. Tatsächlich, ihr gebt dir den Stock. Und jetzt diesen Stein, Tabs. Los. Nein, nicht noch den Stein. Nein, Tabs, den darfst du nicht nehmen. Oh, das ist zu spät. Tut mir leid, Barbie. Aber warum darf Tabs den Stein nicht nehmen? Das begreift er doch gar nicht. Die Stöckchen durfte er nehmen und den Stein nicht? Er kommt zurück. Gib mir den Stein, Tabs. Ja, gut so. Verstehst du denn nicht, Karen? Holz ist weich und gibt nach, wenn er es zwischen die Zähne nimmt. Ein Stein aber macht ihm die Zähne kaputt. Ach, du übertreibst. Was kann da schon passieren? Eine ganze Menge. Steine schleifen seine Zähne ab. Sie sind doch noch ganz weich. Und wenn die Zähne erst kaputt sind, hat Tabs große Schmerzen. Das willst du doch nicht, oder? Nein, natürlich nicht, Barbie. Tut mir leid. Ich bin dir nicht böse. Du konntest es ja nicht wissen. Weißt du, selbst Erwachsene werfen oft Steine weg, damit der Hund sie zurückholt. Erwachsene? Du, das sind schon ganz schön komische Leute. Die tun sowieso manches, was man gar nicht begreifen kann. Barbie erzog ihren Hund Tabs nicht einfach so, wie sie glaubte, dass es richtig sei, sondern sie ließ sich von anderen Hundebesitzern Ratschläge geben und sie las ein Buch, in dem alles genau erklärt wurde. Natürlich kaufte sie Halsband und Leine, um auch mit Tabs spazieren gehen zu können. Anfangs blieb Karen zu Hause. Sie behauptete, keine Lust zu einem Spaziergang zu haben. Aber dann kam sie doch mit. Ich dachte eigentlich, du hast keine Angst mehr vor Hunden. Hab ich auch nicht. Aber du wolltest trotzdem nicht mitkommen, wenn ich mit Tabs ausgehe. Nein, ich... ach, weißt du, ich will mal eben in das Schaufenster gucken. Geh nur weiter, ich komm gleich nach. Ach, Karen, das sagst du nur, weil dein Schäferhund kommt. Nein, stimmt ja gar nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Schäferhund will Tabs nur beschnuppern. Er will ihn kennenlernen. Bleib hier. Ja, aber vielleicht tut der Hund doch was. Aber warum denn, Karen? Dazu hat er doch gar keinen Grund. Ich habe ja auch keine Angst um mich, sondern um Tabs. Nicht nötig. Siehst du, der Schäferhund ist zufrieden. Er hat Tabs beschnüffelt und nun trottet er weiter. Uns beachtet er gar nicht. Tatsächlich, wir sind Luft für ihn. Und du hattest Angst vor ihm. Ja, wirklich. Und nun bist du sauer, weil er dich nicht beachtet. Komm, Tabs, wir müssen weiter.
Wiederum einige Tage später waren Barbie und Karen zu Besuch bei ihrer Freundin Anne. Tabs war diesmal nicht dabei. Nach einiger Zeit fiel Barbie ein, dass sie etwas vergessen hatte. Oh, ach du meine Güte, ich habe vollkommen vergessen, dass ich den Brief wegbringen sollte. Und der ist doch so wichtig. Ja, Anne, darf ich mal zu Hause anrufen? Skipper soll den Brief eben zur Post bringen. Natürlich, Barbie. Du weißt ja, wo das Telefon ist. Mhm. Danke. Hallo, Skipper. Ist was, Barbie? Skipper, melde dich doch. Um Himmels Willen, Skipper. Was ist denn los? Da ist was passiert. Karen, Anne, schnell! Was ist denn los, Barbie? Zu Hause ist was passiert. Was? Ich habe angerufen, es hat jemand abgenommen, aber dann habe ich nur so ein Stöhnen und Schnaufen gehört. Was? Ein Stöhnen? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Überfall. Oh, wir müssen die Polizei rufen. Auf dem Weg nach Hause kommen wir bei der Polizeiwache vorbei. Schnell, wir laufen hin. Okay. In aller Eile packten Barbie und Karen ihre Sachen zusammen. Anne musste zu Hause bleiben, weil sie es ihren Eltern versprochen hatte. Aber am liebsten wäre sie mit Barbie und Karen zur Polizeiwache gerannt. Hier ist es. Die Polizeiwache. Schnell, wir müssen uns beeilen. Und nachher müssen wir Anne anrufen und dir sagen, was los ist. Ja, ja, das hat Zeit. Wenn nur Skipper nichts passiert ist. Herr Wachtmeister? Na, die Damen, was kann ich denn für euch tun? Sie müssen uns helfen. Bei uns ist eingebrochen worden. Jemand hat gestört. Hoffentlich nicht Skipper. Also nur mal mit der Ruhe. Und nur eine zur Zeit. Also, was ist? Ich erzähle es ihm, Karen. Ja, gut. Ich habe zu Hause angerufen, gerade eben. Jemand hat den Hörer abgenommen und dann habe ich nur noch ein Stöhnen und Schnaufen gehört. Aber niemand hat sich gemeldet? Nein, nicht mal Skipper. Meine Schwester, das ist es ja. Bitte, Sie müssen uns helfen. Wir müssen sofort zu uns und nachsehen. Vielleicht waren Einbrecher da und haben Skipper etwas getan. Das könnte natürlich sein. Kommt, wir fahren schnell mit dem Streifenwagen hin. Okay. Zwei Polizisten brachten Barbie und Karen nach Hause. Es war ja nicht weit und auch sie machten sich Sorgen. Alles hörte sich nach einem Einbruch an. War Skipper überfallen worden? Hatte sie deshalb so gestöhnt? Ich habe einen Schlüssel, ich kann aufschließen. Vielleicht brauchst du das gar nicht, weil die Einbrecher die Tür offen gelassen haben. Na, Karen, du siehst doch, dass die Tür zugesperrt ist. Diese? Ja, aber vielleicht sind die Einbrecher hier über die Terrasse gekommen. Das kann sein. Und nun schließ mal auf. Bleibt ihr beiden mal zurück. Wir gehen vor, sicherheitshalber. Ja, Herr Wachtmeister. Hoffentlich ist Skipper nichts passiert. Ja, Tabs, du bist ein lieber Hund. Ja, ist ja gut. Sei mal ganz still, Tabs. Du darfst uns jetzt nicht stören. Skipper? Sie ist nicht da. Hier in der Küche liegt ein Zettel. Lass mal sehen. Ja, hier. Der ist ja von meiner Schwester. Aha. Sie schreibt, dass sie den Brief für mich zur Post bringt. Dann ist sie also nicht hier. Und war auch nicht hier, als Barbie angerufen hat. Tja, aber wer hat denn den Hörer abgenommen und so laut gestöhnt? Weiß ich nicht. Es wurde jedenfalls nicht eingebrochen. Aber der Hörer liegt auf dem Boden. Komisch. Barbie, sollte das vielleicht ein Scherz sein? Aber nein, Herr Wachtmeister. Sie haben doch selbst gesehen, dass jemand den Hörer abgenommen hat, oder? Wer soll das gewesen sein? Ein Geist? Ich weiß es nicht. Moment, ich geh mal ran. Nein, warte. Warum? Weil ich sehen will, was passiert. Barbie, sieh doch mal, was Tabs macht. Er geht zum Telefon. Tabs hat den Hörer abgenommen. Er hält den Hörer im Maul. Und hechelt und stöhnt. Hast du das vielleicht gehört, Barbie? Ja, genau so hat es sich angehört. Dann war kein Einbrecher im Apparat, sondern Tabs. Tabs hat telefoniert. Er hat den Hörer abgenommen. Tabs, das Telefonieren musst du noch lernen. Nein, das darf ich nicht. Das muss mir jedes Mal die Polizei holen. Ja. Das ist hier
vielleicht eine Überraschung. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Hat euch Frau Stotter nicht gesagt, dass ihr noch eine Überraschung mit dem Hund erleben werdet? Ja, das hat sie. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Oh, Tabs, du bist der Größte. Ich kann dir nur einen Rat geben, Barbie. Du musst das Telefon auf einen Tisch stellen, damit dein kleiner Hund Tabs es nicht erreichen kann. Ja, das mache ich, Herr Wachtmeister. Gut. Ganz bestimmt. Sonst telefoniert Tabs noch öfter. Und fürs Erste reicht es mit den Überraschungen. Das finde ich auch. Ja.